Ja, so der Eindruck oder der erste Eindruck von Vietnam. Mega heftig, also. Das war einfach überwältigend erstmal. Wir sind dort rein in Hanoi. Das war die erste Stadt, wir sind da angekommen und dachten, oh Gott, was ist hier los? Komplett andere Welt erstmal und das war schon ganz geil. Oh, ich find's geil, Alter. Wir sind da. Wir sind da. Genau. Wir waren dann ja bei Quans Oma eingeladen und... Na, ihr müsst doch was von der Kultur mitkriegen, oder nicht? Da hat meine Oma halt gedacht, na pass mal auf, dann lädst du die Jungs halt mal an und wir bekochen die. Ja, dann gab es ein Mega-Essen. Alle zusammen auf dem Boden gesessen und im Schneidersitz Frühlingsrollen und geiles Fleisch mit Reis gegessen. Das war Hammer. Ist irgendwie schön, du bist am anderen Ende der Welt und lernst halt die Oma und die Tante von deinem Freund kennen und das ist schon cool. Meine Oma hat sich auch riesig gefreut. Bye-bye. Ja, der Halong Bay Trip war ja, witzig. So ein heftiges Stück Natur, das war einfach krass zu sehen.
ja, dann lang hier ist Urlaub machen. Mal entspannen und vor allem Moped fahren. Moped Gang. Moped fahren war auf jeden Fall richtig gut. Was, glaube ich, auch so ein besonderer Moment war, war der erste Abend Drachenbrücke, für mich phänomenal, als wir dann irgendwie realisiert haben, okay, die Brücke spuckt 22 Uhr Feuer und Wasser. Strange gewesen, aber was dann auch halt einfach ein saugeiler Skatespot war. Ne? Ich konnte da auch mal wieder meinen Beitrag leisten und mal einen Trick auspacken und auch wenn es irgendwie ein läppischer Trick ist, aber wenn dann sich alle irgendwie zusammen freuen, so ey, hier, Markus hat auch einen Trick gestanden, das macht mir halt einfach sau Spaß und das seit dem ersten Moment, seitdem ich Berührung habe mit Skateboarding, ich finde das immer ein saugeiler Moment, dieses gegenseitig Pushen bis zu dem Moment, wo dann so jemand einen Trick steht und alle sich zusammen freuen, weil alle ja, dieses Glücksgefühl komplett nachempfinden können. Das ist einfach saugeil.
Das war einfach so heftig, wie viele Roller da unterwegs waren. Und dadurch, dass es eine halbwegs entspannte Stadt war, konnte man sich halt geil ranhängen. Und das war so das, was mich am meisten geflasht hat. So aus der Tür gehen, auf die Straße pushen und an Roller dranhängen. Der beste Skate-Moment tatsächlich irgendwann Mitternacht die Kreuzung, wo halt Chris mega Bock hatte, irgendwas zu machen. Aber es war halt sau viel Verkehr da an der Kreuzung. Und sogar irgendwie vom benachbarten Hochhaus, die Securities haben angefangen, die Leute an der Straße aufzuhalten. Es war so die Kreuzung hat an dem Abend irgendwie, oder in denen waren bestimmt 2 Stunden, die hat uns gehört. Am meisten bei so einem Trip? Dass es mega wichtig ist, einfach irgendwo hinzufahren, wo man noch nie war. Und dass es noch so viele geile Orte gibt, die man einfach entdecken muss. Ja, ich zusammen Erfahrung sammelt. Das ist für mich dieses, wo es ankommt. Das ist irgendwie, ja, es wird wie so ein kleiner Traum. Da ist mich gefreut. Einmal um die Welt. So viel Chaoten, schon geil. Das finde ich irgendwie so das Wertvollste, was von Natur hängen bleibt. So, das,
das Bewusstsein, dass wir Freunde sind und dass wir Freundschaften geschlossen haben über die Jahre durch das Element Skateboarding. Es ist Family, einfach.